Guten Morgen, liebe Blinkerleser. Mein Name ist Michael Kalkstadt und wir befinden uns hier im nordhessischen Gottelsheim. Und zwar im Angelpark Wagner. Ich möchte Ihnen gerne heute zeigen, wie wir Forellen fangen. Und zwar mit der auftreibenden Montage und mit dem Bodentaster. Bei diesen niedrigen Temperaturen, so um die 0 Grad, sind das die besten Methoden. Bis gleich am Wasser. Das Bodentasterangeln gehört im Winter zu den erfolgreichsten Methoden, die man anwenden kann an Forellenseen. Das liegt daran, dass wir zwei Methoden kombinieren, und zwar die auftreibende Montage und das Absuchen des Gewässers. An Forellenseen herrschen im Winter normalerweise Temperaturen um die 0 Grad. Das heißt, die Forellen sind bei 1, 2 oder 3 Grad Wassertemperatur im Innern fast gefroren. Damit gehen Stoffwechsel und Reaktionsschnelligkeit extrem zurück. Das heißt auch, Schleppen wird nur wenig erfolgreich sein. Deshalb präsentieren wir den Fischen heute eine auftreibende Montage. Dabei wird ein Köder stillstehend in der Nähe der Forellen angeboten. Da Forellen praktisch nie vom Grund fressen, bieten viele Angler den Fischen einen Köder an, den sie mit einer kleinen Auftriebsperle vom Grund aufschwimmen lassen. Eben mit einer auftreibenden Montage. Im eingeblendeten Foto können Sie sehen, wie eine solche Montage unter Wasser aussieht. Da sich die Fische im kalten Wasser nur wenig bewegen, kommt der richtigen Höhe entscheidende Bedeutung zu. Die auftreibende Montage ist also dann sehr erfolgreich, wenn wir die richtige Höhe kennen und den Aufenthaltsort der Fische. Ein Problem bekommen Sie, wenn Sie den Aufenthaltsort der Fische nicht kennen. Da die Forellen nicht groß herumschwimmen, finden Sie Ihren Köder nämlich unter Umständen gar nicht. Außerdem kann es sein, dass die Forellen bei den niedrigen Temperaturen so vorsichtig beißen, dass sie den Biss gar nicht mitbekommen. An dieser Stelle kommt die Bodentasterangelei ins Spiel. Aber eins nach dem anderen. Zuerst möchte ich Ihnen die Montage zeigen. Die ist nämlich für beide Techniken gleich. Die Montage ähnelt einer normalen Grundbleimontage. Als Wurfgewicht dient ein Bodentaster, den wir freigleitend auf der Schnur montieren. Danach folgt eine Gummiperle und dann ein kleiner Dreifachwirbel. Den Bodentaster benutze ich deshalb, weil er zuverlässig auf dem Boden steht und die Schnur aus dem Schlamm heraushält. Das ist wichtig, weil bei diesen niedrigen Temperaturen die Fische oft beim geringsten Widerstand wieder loslassen. Wenn Sie ein normales Birnenblei benutzen, sinkt dieses in den Schlamm ein und behindert den Schnurabzug. Das gleiche gilt für Spirulinos. Wie Sie auf den Einblendungen sehen können, stehen Tiroler Hölzel auch nicht gerade zuverlässig. Das liegt daran, dass Tiroler Hölzel für Fließgewässer gemacht wurden, während der Bodentaster speziell für stillstehende Gewässer und hier speziell für Forellenseen konstruiert wurde. Bodentaster bestehen hauptsächlich aus einem großen Auftriebskörper mit einem Messinggewicht am unteren Ende. Der Auftriebskörper verringert das tatsächliche Gewicht auf weniger als ein Viertel. Dieses Modell wiegt zum Beispiel über Wasser 8 Gramm und unter Wasser nur noch etwa 1,5 Gramm. Grundsätzlich gibt es Bodentaster aber in verschiedenen Gewichten von 8 bis 20 Gramm. Weiter geht's mit dem Vorfach. Hier fädeln Sie als erstes eine etwa 6 bis 8 mm große Pilotkugel auf das 1,5 bis 2 Meter lange Vorfach. Die Pilotkugel schieben Sie dann vorsichtig bis zum Haken. Sie hält hinterher den Köder vom Grund weg. Bei gekauften Vorfächern müssen Sie dazu erst die Schlaufe abschneiden und hinterher neu binden. Dann
klemmen Sie ein etwa 0,3 bis 0,5 Gramm schweres Bleischrot auf dem Vorfach fest. Der Abstand zwischen Bleischrot und der Pilotkugel bestimmt hinterher die Angelhöhe über Grund. Das war's. Diese Route benutze ich als stillstehende Zweitrute. An ihr habe ich eine solche auftreibende Montage montiert. Das Gerät besteht normalerweise aus einer 3,30 m bis 3,90 m langen Rute mit 15 oder 25 Gramm Wurfgewicht, zum Beispiel einer Matchroute. Ich verwende hier die Traut Projekt 1, die im Gegensatz zu einer normalen Matchroute deutlich größere Ringe besitzt, wodurch sich weiter werfen lässt. Die Hauptschnur ist eine 18er Premium Soft, eine extrem weiche Schnur mit etwa 3 Kilo Tragkraft. Nach dem Auswurf legen Sie die Rute am besten so ab, dass die Spitze in Richtung Köder zeigt. Dadurch spürt der Fisch am wenigsten Widerstand. Als Rolle können Sie zum Beispiel eine kleine Freilaufrolle benutzen, wie diese X-Spirit hier, oder Sie benutzen eine normale Rolle, öffnen den Bügel und klemmen die Schnur einfach unter dem Gummiband fest. Lebende Bienenmaden gehören zu den Top-Winterködern. Nutzen Sie einen scharfen, dünndrahtigen Haken, damit sie nicht auslaufen. Michael ködert seine Bienenmaden vom Hinterteil aus an, damit sie sich im Wasser noch etwas bewegen können. Da Bienenmaden sehr kälteempfindlich sind, gehören sie im Winter in die Jackentasche. Heute hat sich eine einzelne Bienenmade mit einer lachsfarbenen Pilotkugel bewährt. Die Montage steht ungefähr 2 Meter über Grund. Die Höhe über Grund müssen Sie immer wieder ausprobieren. Das geht ganz einfach, indem Sie das Bleischrot verschieben. Meist sind 30 bis 50 cm ein guter Wert. Die heutigen 2 Meter sind eher ungewöhnlich. Ein Bissanzeiger hilft, die Bisse besser zu erkennen. Es muss kein elektronischer sein. Ein einfacher Ring tut es auch. So, die Fische können kommen. Auch die Meisen mögen Bienenmaden. Nicht gesehen? Hier nochmal in der Zeitlupe. Eigentlich wollte Michael gerade etwas erklären, als dieser Biss erfolgte. Sehr schön können Sie hier aber sehen, wie der Ring hochgeht und die Rolle anfängt zu laufen. Hätte der Fisch nicht frei abziehen können, hätte er wahrscheinlich wieder losgelassen. Sehr unangenehm kann es auch bei großen Lachsforellen werden. Und der Fisch hängt. Sie ziehen die Rute manchmal einfach ins Wasser,